Hallo Freunde, in diesem Video möchte ich euch 7 typische Fehler zeigen, die ihr vermeiden solltet, um am Schlagzeug mit den Füßen noch besser spielen zu können. Das hier ist das vorletzte Video meiner Grundlagenserie zum Thema Fußtechnik am Drumset. Im nächsten geht es nochmal um typische Fehler an der Double Bass Drum. In der Beschreibung findet ihr den Link zur ganzen Playlist. Das ist quasi ein kostenloser Online-Kurs, den ihr der Reihe nach durchgehen könnt, wenn ihr das wollt. Solche Videos mit den so und so vielen typischen Fehlern klingen natürlich immer ganz schön nach Clickbait, ich weiß. Die sind aber eigentlich super hilfreich. Wer sich gesünder ernähren möchte, dem ist am schnellsten damit geholfen, erstmal zum Beispiel die 5 ungesündesten Lebensmittel wegzulassen. Und wer besser am Schlagzeug spielen möchte, der sollte die typischen Fehler kennen und vermeiden. Wenn das Fass kein Wasser hält, dann repariert ihr zuerst die löchrigen Latten und die zu kurzen. Ihr müsst nicht alle austauschen. Und wer schneller am Instrument vorankommen möchte, trainiert zuerst die größten Schwachstellen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr immer mal wieder bei qualifizierten Lehrern Unterricht nehmen solltet. Auch wenn ihr natürlich heutzutage viel aus Videos lernen könnt. Aber eine gute Lehrerin sieht auf einen Blick ein Problem, das euch auch nach Jahren nie aufgefallen wäre und kann euch helfen, euer Spiel also sofort zu verbessern und vor allem euch viel Frust ersparen. Ich habe immer mal wieder Schüler, die nur für eine einzige Stunde oder eine Doppelstunde zu mir kommen, genau aus dem Grund, dass wir sozusagen eine Art Check-up machen, Probleme erkennen und gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln, an denen sie dann eigenständig alleine weiterarbeiten können. Wenn ihr das auch wollt, dann schreibt mir gerne mal eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Homepage und jetzt gleich zum ersten typischen Fehler. Und der ist laut einer kleinen Umfrage unter meinen Lehrerkolleginnen und Kollegen tatsächlich der verbreitetste, nämlich den Fuß zwischen den Schlägen ganz vom Pedal zu nehmen. Das kann entweder so aussehen, dass man einen Schlag spielt und dann den Fuß nach hinten auf den Boden setzt. Ich sehe es aber auch ganz oft bei Schülerinnen, dass sie das Bein anheben, dann quasi über dem Pedal schweben und es entweder nur so mit dem Bein oder aus dem Fußgelenk antippen und wieder zurückziehen oder manchmal sogar richtig dagegen treten. Das Problem bei alledem ist, dass ihr total viel Kraft verschwendet und die ganze Zeit angespannt seid. Denn wenn ihr schon das Bein anhebt, dann nutzt auch die Schwerkraft und lasst es einfach wieder fallen. Damit könnt ihr super die Energie auf das Pedal übertragen. Aus dem Fußgelenk habt ihr weniger Kraft. Und wenn ihr so spielen wollt, na, dann könnt ihr die Ferse doch sowieso einfach abgelegt lassen. Und dagegen zu treten, verschwendet auch Kraft, schadet euren Gelenken und eurem Material und erzeugt auch unerwünschte Nebengeräusche. Lasst zwischen den Schlägen den Fuß einfach locker liegen und holt erst aus, wenn ihr wirklich spielt. Die Ausholbewegung ist Teil des Schlags. Wir bleiben also nicht in einer Art Warteposition über dem Pedal schweben. Das hat nämlich noch einen großen Nachteil. Ihr könnt weniger Kraft auf das Fell übertragen. Wenn ihr auf dem Pedal liegen bleibt, dann Schwung holt, geht der Schlägel über den Ausgangspunkt nach hinten, spannt die Feder und ihr habt einen noch größeren Hebel. Das habt ihr nicht, wenn ihr von oben auf das Pedal fallt. Ihr würdet ja so auch nicht aus den Händen spielen, dass ihr oben wartet und nur runterschlagt. Und eine Gitarristin wartet auch nicht so über den Saiten und schlägt dann nur runter, sondern Ausholen und Schlag sind eine zusammenhängende Bewegung. Dazwischen kann man die Hand und den Arm einfach entspannt hängen lassen. Und genauso ist es mit den Füßen. Zwischen den Schlägen lasst ihr den Fuß einfach entspannt auf dem Pedal liegen. Oder wenn ihr es bevorzugt, den Beater ins Fell zu drücken, dann stützt ihr euch so ein bisschen auf dem Fußballen, auf dem Pedal ab und habt dabei Spannung im Sprunggelenk. Der zweite Fehler ist, dass man einen unpraktischen Abstand zum Drumset hat. Wenn ihr zu nah dran sitzt, dann kann sich euer Fußgelenk nicht frei genug bewegen. Wenn der Winkel in eurem Knie deutlich größer als 100 Grad ist, dann fällt es euch vor allem heel up sehr viel schwerer, die Kraft auf das Pedal zu übertragen. Intuitiv würde man dann mehr nach vorne treten, was auch wieder ineffektiv ist und euer Gleichgewicht herausfordert. Ihr habt also dann eine Kettenreaktion, die es euch insgesamt schwerer macht, gut zu spielen. Euer Unterschenkel sollte in etwa senkrecht sein.
Wenn ihr mehr Heel-Down spielt, kann der Winkel im Knie ruhig etwas größer als 90 Grad sein, aber nicht kleiner. Das geht nur, wenn ihr Heel-Up spielt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch die Snare-Drum zu nah ist, dann rückt sie übrigens weiter weg von euch, denn das ist, nebenbei gesagt, auch ein typischer Fehler. Die meisten haben die Snare-Drum einfach zu nah dran. Sie kann ruhig, wenn möglich, ein gutes Stück über die Bassdrum hinausragen, sodass ihr eure Knie davor fast schon schließen könnt. Und wo wir schon bei der Position sind, auch wo genau auf dem Pedal euer Fuß liegt, ist sehr entscheidend. Es liegt zwar nahe, den Fuß so auf die Trittplatte zu legen, dass er sie ganz abdeckt, aber dann verschenken wir die Hebelwirkung. Ich meine, ihr würdet den Stock doch schließlich auch nicht ganz vorne anfassen. Nicht mal in der Mitte. Ihr müsstet einen viel zu weiten Weg gehen und habt einen schlechten Hebel, um eure Kraft zu übertragen. Am Pedal ist das ähnlich, gilt aber nur, wenn ihr Heel abspielt. Der beste Drehpunkt ist bei jedem Pedal, bei jeder Spielweise und in jedem Tempo anders, aber er ist ganz sicher nicht vor der Mitte des Pedals. Da euer Fußballen ja der Druckpunkt ist, sollte eure Fußspitze also nicht weiter vorn als bei etwa 2/3 der Trittplatte sein. Hier könnt ihr viel effizienter eure Kraft übertragen, weil ihr den Hebel nutzt. Ganz vorne habt ihr weniger Kraft und ihr müsst den ganzen Weg rauf und runter gehen. Das braucht mehr Zeit. Also vor allem, wenn ihr schneller spielen wollt, solltet ihr unbedingt weiter hinten sein. Findet bei eurem Pedal den Sweet Spot und denkt dran, dass er sich auch je nach Einstellung, Sitzhöhe und Tempo ändern kann. Apropos Einstellung, das ist mein 4. Tipp. Viele haben Probleme mit der Fußtechnik, weil die Pedale nicht gut eingestellt sind. Also oft halt gar nicht eingestellt. Manche von euch wollen da vielleicht lieber nicht dran rumfummeln, aus Angst, irgendwas kaputt zu machen oder falsch einzustellen. Aber ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Ihr müsst auch mal was falsch machen. Ihr müsst fühlen, wie euer Pedal reagiert, wenn der Winkel der Trittplatte ganz steil ist, wenn die Feder mal ganz fest oder auch ganz lose ist und so weiter. Es gibt keine Schlagzeugerin, die das nicht erlebt hat, dass man da stundenlang rumprobiert, denkt, man hat die perfekte Einstellung gefunden, aber am nächsten Tag passt es wieder nicht mehr und man sucht weiter und weiter. Das gehört dazu. So beschäftigt ihr euch aktiv mit eurem Instrument und lernt, wie ihr am besten mit ihm zusammenarbeitet. Denn ihr habt noch so viele Möglichkeiten, selbst mit günstigen Pedalen euer Spiel positiv zu beeinflussen. Ihr müsst also nicht akzeptieren, wie sich die Fußmaschine verhält, sondern ihr könnt zum Beispiel nur durch den Winkel des Beaters zum Fell und die Federspannung schon so viel tun, damit das Pedal für euch arbeitet. Ihr könnt es an eure Spielweise anpassen. Und dazu müsst ihr auch mal was ausprobieren und rumtüfteln, um euch Stück für Stück eurer idealen Einstellung anzunähern. Damit ihr aber nicht ganz bei Null anfangen müsst, habe ich euch im 8. Teil dieser Serie die Basics zur Einstellung nochmal zusammengefasst. Und zu diesem Video gehört dann auch ein Bonus-PDF mit einer Übersichtstabelle der Einstellungen für verschiedene Musikstile und Spielweisen. Damit seid ihr dann gut gerüstet. Eine Sache sehe ich aber so oft, dass ich sie hier einfach noch einmal aufgreifen möchte. Nämlich, dass der Winkel des Schlägels zum Fell sehr, sehr klein ist, manchmal 25 Grad oder sogar noch weniger. Ihr könnt eure Kraft nur auf das Fell übertragen, wenn der Beater mit Schwung auftrifft. Dazu muss er aber eine gewisse Wegstrecke zurücklegen. Genau wie bei den Sticks. Daher sollte der Winkel zwischen Fell und Schlägel mindestens 45 Grad haben. Schaut mal bei euren Vorbildern. Ich wette mit euch, dass außer bei Extreme Metal Drummern und solchen, die ein Direct Drive Pedal spielen, keiner von denen einen Winkel hat, der kleiner als 45 Grad ist. Denn nur so könnt ihr eure Kraft mit der Hebelwirkung übertragen. Und wenn ihr schnell spielen wollt, könnt ihr den Beater ja einfach mit etwas Druck nah am Fell halten und dann einfach aus dem Fußgelenk spielen. Aber wenn der Winkel 30 Grad oder noch weniger hat, dann könnt ihr nie kräftige Schläge erzeugen. Und damit gleich zum nächsten Tipp. Wirklich kräftig könnt ihr nämlich nur aus dem ganzen Bein spielen. Mit der Heel-Up-Technik. Heel-Up und Heel-Down sind die zwei grundlegenden Herangehensweisen bei der Fußtechnik. Es geht aber nicht darum, sich für eine der beiden zu entscheiden. Ihr solltet beide beherrschen und je nach Situation einsetzen können. Das verbessert eure Pedalkontrolle
und vergrößert den dynamischen Bereich, den ihr abdecken könnt, also wie leise und wie laut ihr spielen könnt. Ich sehe das nämlich total oft, dass Schlagzeuger nur mit der Ferse unten spielen und wenn sie laut spielen möchten, versuchen sie das einfach mit mehr Kraft. Anstatt aber zu versuchen, aus dieser Position mit Gewalt lauter zu spielen, nutzt lieber die Schwerkraft und das Gewicht eures ganzen Beines. So könnt ihr mit weniger Anstrengung noch lauter spielen und ihr bringt euch nicht aus dem Gleichgewicht, was auch ganz typisch ist, wenn man versucht, Heel Down mit noch mehr Nachdruck zu spielen. Ich meine, anstatt einfach schneller zu strampeln, wechseln wir ja auch auf dem Fahrrad einfach in den höheren Gang. Und auch mit den Händen spielen wir lauter, ja, einfach aus dem ganzen Arm und leise aus dem Handgelenk. Lernt also beide grundsätzlichen Herangehensweisen und nutzt Heel Down für leise, kontrollierte Schläge und Heel Up für alles, was lauter ist. Und zum Abschluss, ein ganz beliebter Fehler ist, dass man mit unpassenden Schuhen spielt. Das kann auch bedeuten, ohne Schuhe. Der Gedanke liegt ja nahe, dass man ein besseres Feingefühl hat, wenn man barfuß spielt. Das stimmt, aber ist zum einen gar nicht immer nötig und zum anderen können Schuhe euer Spiel sogar verbessern. Manche ziehen auf Konzerten die Schuhe aus, nicht weil sie so besser spielen, sondern einfach nur, weil sie es gewohnt sind. Wenn euer Schlagzeug bei euch zu Hause steht, dann zieht ihr euch zum Üben wahrscheinlich keine Schuhe an. Das solltet ihr aber, wenn ihr auf Konzerten Schuhe anhabt. Übt immer so, wie ihr auf der Bühne spielen werdet. Das soll jetzt nicht heißen, dass barfuß oder auf Socken zu spielen nicht für euch funktionieren kann, aber ihr solltet überlegen, ob ihr das wirklich bewusst tut oder nur aus Gewohnheit. Ich habe mir also irgendwann mal gezielt Schuhe nur fürs Schlagzeugspielen ausgesucht und die immer zum Üben angezogen, auch als mein Set noch bei meinen Eltern im Keller stand. Und dann habe ich sie zu Auftritten natürlich auch mitgenommen. Denn der andere Fehler, der damit zusammenhängt, ist, dass man zum Unterricht oder bei Konzerten einfach in den üblichen Straßenschuhen kommt, beziehungsweise immer in unterschiedlichen. Es gibt manche, die für sich herausgefunden haben, dass sie am besten in Springerstiefeln spielen. Das kann funktionieren, aber ich würde allgemein erstmal empfehlen, leichte sportliche Schuhe mit nicht zu dicker Sohle zu wählen, damit ihr euch frei bewegen könnt und ein gutes Gefühl für das Pedal habt. Ich nutze dafür tatsächlich spezielle Schlagzeugschuhe und zwar von meinem Sponsor V-Ratem. Würde ich euch empfehlen, die unbedingt mal auszuchecken. Wenn ihr übrigens gern auf Socken spielt, weil ihr viel über das Pedal rutscht, zum Beispiel bei der Slide-Technik oder ähnlichem, dann probiert doch mal Schuhe mit Ledersohle. Ich habe bei diesem Paar tatsächlich mir auch extra eine Ledersohle drunter machen lassen. Wenn ihr eher heavy spielt und guten Kontakt braucht, um eure Kraft auf das Pedal zu übertragen, dann braucht ihr im Gegenteil eine möglichst haftende Sohle. Wichtig ist vor allem, dass ihr immer die gleichen oder zumindest ähnliche Schuhe tragt. Das hat drei Gründe. Der erste ist, dass ihr die Technik ja immer in Kombination mit dem Material lernt. Wenn sich das Material ändert, müsstet ihr euch immer wieder umstellen. Daher ist es ja auch hilfreich, die passenden Stöcke für sich zu finden und nicht jedes Mal ganz andere zu nehmen. Klar, man sollte auch in der Lage sein, mit verschiedenen Sticks oder Schuhen spielen zu können und ihr sollt auch ganz viel Unterschiedliches ausprobieren und je nach Situation in der Lage sein, auch anzupassen. Aber wenn ihr wisst, was für euch am besten funktioniert, dann bleibt dabei, damit ihr das, was ihr gelernt habt, dann auch abrufen könnt. Außerdem ist das eine Art psychologischer Anker. Kennt ihr das, wenn ihr nicht mehr wisst, wie ein Song geht, aber sobald ihr am Instrument seid, ist das sofort wieder da? Das liegt daran, dass wir die Dinge immer im Kontext abspeichern. Und so triggern uns gewisse Umstände. Die Schuhe signalisieren mir also, jetzt wird Musik gemacht. Sind also eine Hilfe, mich in das richtige Mindset zu bringen und da drin zu bleiben. Und auf Tournee, wo jeden Tag alles anders ist, geben sie einem ein ganz klein wenig Sicherheit und Verlässlichkeit. Ich ziehe mir also ein kleines bisschen von meiner Komfortzone an. Und wenn ihr genau hinseht, seht ihr bei Live-Fotos von mir, dass ich eigentlich fast immer diese Schuhe trage. Und der dritte Grund, wenn ihr eure Schuhe zum Unterricht mitnehmt oder im Proberaum lasst und erst am Schlagzeug anzieht, bleiben sie sauber und ihr verschont damit eure Fußmaschinen vor Schmutz und Feuchtigkeit. Gerade im Winter verpflichte ich all meine Schüler und Schülerinnen, also saubere Schuhe mitzubringen. Und zum Abschluss noch ein Bonustipp. Ein typischer Fehler, nicht nur bei der Fußtechnik ist, dass man ohne Plan ins Blaue hineinübt. Ihr könnt eure Technik am effektivsten verbessern durch einen Soll-Ist-Wert-Vergleich. Das heißt, dass wir uns ein konkretes Ziel setzen und uns Stück für Stück annähern, unseren Fortschritt messbar machen und zum Beispiel in einem Übetagebuch notieren.
So ein Plan muss jetzt gar nicht total ausgefeilt sein. Hauptsache, ihr habt erstmal einen. Setzt euch also konkrete Ziele und arbeitet nicht an zu vielen Dingen gleichzeitig. Ihr kommt am besten voran, wenn ihr euch für eine bestimmte Zeit einem Thema widmet, um darin besser zu werden, anstatt alles nur mal auszuprobieren. Effektives, planvolles Üben ist eines der größten Themen dieses Kanals und ich gebe ja auch Workshops dazu. Folgt mir also am besten auch mal auf meinen anderen Social-Media-Kanälen, wo ich euch immer über aktuelle Termine auf dem Laufenden halte. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video schon mal ein paar Stolpersteine aus dem Weg räumen, sodass ihr mit eurer Fußtechnik schnell Fortschritte machen könnt. Aber so ein Video ersetzt natürlich niemals, dass ihr weiterhin fleißig übt, auch mal Fehler macht, euch mit anderen austauscht, immer wieder hinterfragt und so immer eigenständiger lernt und euch verbessert. Das ist mein großes Ziel mit diesem Kanal, euch zu eigenständigen Lernerinnen und Lernern zu machen. Wenn euch dieser Gedanke gefällt, dann abonniert doch diesen Kanal und aktiviert auch das Glockensymbol, um kein neues Video mehr zu verpassen. Wenn euch dieses Video weitergebracht hat, dann gebt ihm bitte einen Like, weil YouTube dann merkt, dass dieses Video hilfreich ist und es auch anderen vorschlägt. So helft ihr mir und anderen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.